Willkommen zurück zu Let's Play Train Fever. Gestern haben wir hier schon den ersten Anfang für unsere neue Güterstrecke geleistet. Was wollte ich denn damit jetzt? Und hier den Güteranschluss zusammengebastelt. Schließen wir heute gleich mal schon mal an, bevor sie wieder rummeckern. So. Aber natürlich braucht es erstmal noch ein paar Güter. Die kommen ja von hier. Oh yeah. Was gibt's denn jetzt? Vier, was gibt's? Cargo-Warner, neuen Kesselwagen, Schienenbus, Rungenwagen, das ist gut, den brauchen wir dann gleich. Neue Kesselwagen, ne, der brauchen wir den neuen Lok dafür dann auch noch. So, wir müssen mal schauen, wenn ich jetzt hier fünfgleisigen, vielleicht gleich mal ein bisschen längeren Bahnhof nehmen. So, den setzen wir jetzt hier hin. Komme ich den dazu einfach mit dem Gleis da drauf? Ja, tatsächlich komme ich. Gut, dann wollen wir das natürlich auch mal so in die Tat umsetzen. Dann müssen wir noch einmal hier hoch und einmal hier rüber. Damit würde ich mal anfangen wollen. Ich mache hier mal längere Züge, weil ich hier denke, man könnte ja vielleicht mal verlängern. Die Wagen. Vielleicht mal. So, was würde mir denn anbieten, wenn ich sage, komm von da. Da drauf. Kollision sagt er mir da, aha. Schade, müssen wir schon mal einzeln bauen. Das letzte Stück ist scheiße. Das geht. Und jetzt sind den Hang. So. Und dann daran. Sehr schön. Jetzt müssen wir oben mal die Landnutzung anschauen. Müssen wir hinten ran. Okay. Was sagt der, wenn ich jetzt so einfach lang ziehe? Manchmal geht's ja. Das ist ja immer mal interessant zu wissen. Das würde zum Beispiel funktionieren. Würde ich sagen, scheiß auf die 2,28 Millionen, die haben wir. Okay, jetzt müssen wir nur noch schauen, wie wir das Zeug hier runterkriegen. Da würde ich ja... LKW. Oder wie viel braucht denn Meißen? 61, Würde ich erstmal LKW befürworten. Ja, bauen wir so eine große Verladehalle hin. So, und jetzt bauen wir hier die Verladehalle hin und dann haben wir da schon mal einen schönen Anfang. Und das wäre schön, wenn es hier rauskäme. So. Dann haben wir jetzt nur noch den Spaß. So. Das sollte eigentlich hier raus beliefern, aber ich weiß es nicht. Machen wir mal so. Und das hier oben ist ja angeschlossen. Genau.
Okay, dann nur noch ein bisschen aufrüsten. Und dann brauchen wir noch ein Depot. Ein größeres Fahrzeugdepot, theoretisch. Jetzt sowas gebaut zum Beispiel, könnte man das jetzt ran machen. Hier macht man eine Weiche dazwischen. Genauso wie hier eine Weiche gemacht wird. Und hier eine Weiche. Und das hier drauf eingefädelt. Dann, was ist das denn? Kohlebanzen, ein Mittelstück. Ach, ich habe doch neue Stachen. Ach, diese Bahnwerksachen sind hier mit drinne. Ach so. Ich dachte, das wäre so ein extra Bahnhof. Aha. Ach so, da stand auch drinne, das soll auf gerade Untergrund alles passieren. Der Untergrund ist jetzt gerade nicht so gerade. Ich verstehe aber nicht ganz, was das hier soll. Was gibt's noch? Wartungsgrube lang, aber da muss ja erstmal Gleis irgendwie. Aha. Das muss ich jetzt noch nicht so ganz verstehen, hä? Was wir machen können, ist hier so ein kleines Stellwerk reinpflanzen. So, es sieht natürlich auch wieder scheiße aus. Dann setzen wir das halt woanders hin. Hier zum Beispiel. Da geht's, da kann man es mal lassen. So einen Spaß würde ich auch noch setzen. Das ging ja beim letzten Mal schon gut. Was das so darstellen soll, weiß ich nicht. Das weiß ich, was es darstellen soll, aber irgendwie... Ha. Ist klar. Das sieht eher aus wie so ein Hafengelände irgendwie. Weißt du was, soll ein bisschen realistisch alles aussehen. Machen wir kurz so. So. Dann bauen wir mal hier drauf. Kannst du sowas und sowas mal machen? Dann könntest du hier... Okay, das verstehe ich nicht, was das sein soll. Ah, da verschwindet alles. Ah, gut zu wissen. Ich war mir gerade unsicher, was da passiert.
Jetzt weiß ich's. Wie gesagt, wir setzen mal hier so einen großen Kran. So einen kleinen Kran. Ne, sind ja zwei große. Realismus pur geht doch nicht. Guck mal an. Das kann ich daneben setzen, ja? Das geht gut, daneben zu setzen. Aber das hier sitzt irgendwie auf dem Gleis. Das ist irgendwie alles noch so ein bisschen Pfusch. Ist noch nicht so ganz meins. Hier müssten eigentlich russische Rollen drunter. Ich kann doch schlecht irgendwas. Ne, doch, ich kann das setzen, Moment. So, und jetzt kann ich sagen, hier sowas. Das Ende gibt es so in die andere Richtung. Ne, gibt's nicht. So, was könnte ich jetzt sagen? Sieht zwar extrem bescheiden aus, aber who cares? Ist mir egal. Was ich eigentlich machen wollte, deswegen war ich ja hier. Das hier wollte ich setzen. Und zwar einmal hier hin. Das war eigentlich mein eigentliches Ziel, nur mein erster Gedanke. Okay, erstellen wir mal eine neue Linie. Von hier. Achso. Von hier. Nach hier. Das heißt jetzt Holz. Meißen. Oh yeah, was gibt's jetzt? Neuen Bus. Es gibt einen neuen Bus. Dann erstellen wir eine neue Linie von hier nach hier. Die heißt jetzt Güter Leipzig. Eine neue Linie von hier, von diesem Punkt nach da, die heißt Güter Zwickau und noch eine neue Linie, die geht von hier nach da und heißt Güter Meißen. Sehr schön. So, weil wir genug Geld haben, habe ich ja vorhin schon mal erwähnt. Bauen wir jetzt so noch was noch hin hier. Und müssen jetzt natürlich erstmal alle Linien mit Fahrzeugen vollstopfen. Dafür brauchen wir als erstes mal einen Zug, der uns Holz bringt. Und zwar mit welcher Lok? Aber wisst ihr was? Das machen wir morgen. Also bis morgen. Ciao.